Moin. Heute zeige ich dir, wie man einen Dampfwachsschmelzer in einen Kühlschrank baut oder halt eben auch nicht. Nun ja, ich habe hier auf jeden Fall einen alten Kühlschrank gefunden. Da wurden zwischenzeitlich mal Farben drin gelagert, deswegen musste er gut gereinigt werden. Und während der reinigt, erzähle ich dir kurz, weshalb ich einen neuen Wachsschmelzer brauche. Angefangen bin ich mit einem Wecktopf. Aber irgendwie klappte das nicht, beziehungsweise für die Menge der Rähmchen, die ich benötige, war dieser Wecktopf einfach gar nicht ausreichend genug. Vor allem für Dadant-Rähmchen, die gar nicht ganz reinpassten. Deshalb habe ich irgendwann so eine Presse noch zusätzlich gebaut. Das hat nicht so super funktioniert. War ein großer Schweinkram. Dann habe ich aus einem Zarenturm mit so einem Tapetenabdampfer einen Wachsschmelzer gebaut. Das funktionierte richtig gut. Nur die Zaren, die ich da verwendet habe, das waren nicht die normalen, sondern extra dafür gebaute aus USB-Platten, das hat nicht funktioniert. Da war der Schimmel schneller als der Dampf des Wassers. Nun ja, also muss was Neues her, gut isoliert, also ein Kühlschrank. Du hast gesehen, der Kühlschrank hatte an der Seite so Laufschienen für die Einlegeböden. Die waren natürlich viel zu weit auseinander für meine Rähmchen. Deshalb brauchte ich neue Schienen. Bei Wachs ist ja immer wichtig, entweder Aluminium oder Edelstahl. Alle anderen Metallarten lassen meines Wissens nach Verfärbung im Wachs zurück. Und das können wir ja überhaupt nicht gebrauchen, so eine graue Mittelwand. Das geht nicht. Genau, ich habe hier aus Aluwinkeln meine Schienen zusammengebaut. Wundere dich bitte nicht, weshalb der Bohrkopf so eiert. Da ist die Schraube los, aber das checke ich erst in einem anderen Projekt. Die Schienen sollen an Edelstahl-Gewindestangen angehängt werden. Das war irgendwie für mich so das Einfachste. Ja, dafür müssen oben zwei Löcher rein. Oder beziehungsweise vier Löcher, auf jeder Seite zwei. Dann kann die Edelstahl-Gewindestange da durch. Und es kann einmal angezeichnet werden, wo in der eben gerade fertiggestellten Aluschiene ein Loch gebohrt werden muss. Ja, und da sieht man, so ungefähr soll das Prinzip sein. Und das Ganze wird dann mit Edelstahl, Hutmuttern und Unterlegscheiben gesichert und die einzelnen Elemente werden mit Edelstahl-Sechskantmuttern fest verschraubt. Da sieht man das einmal ganz genau. So sieht es denn nachher aus. Da passen wunderbar die Rähmchen drauf. Oben ist auch gar nicht so viel Platz, dass da oben sich viel unnötiger Raum befindet, sondern ist alles schön eng beieinander. Das Ganze ist leicht schräg, so dass das immer hinten an die Rückwand läuft, wenn es dann irgendwo hinläuft, denn dort befindet sich ja in einem Kühlschrank der, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der Abfluss,
ja, der Abfluss. Und den will ich auf jeden Fall verwenden, um das Wachs nachher aufzufangen. Was fehlt, ist natürlich ein gutes Sieb. Dafür habe ich hier dieses Lochblech organisiert. Das wird auf Form geschnitten. Da passte das irgendwie mit der Ecke nicht am Kühlschrank. Das muss nochmal angepasst werden. Löcher müssen gebohrt werden, damit die Gewindestangen wieder durchpassen. Ja, und dann kam es zu einem Test. Ich habe, bevor ich Wachs schmelzen wollte, natürlich einmal mit heißem Wasserdampf ausprobiert, ob das Ganze funktioniert. Es qualmte, es dampfte wunderbar, auch aus Öffnungen, die vielleicht dann noch geschlossen werden sollten. Auf jeden Fall, das Prinzip hat wunderbar funktioniert. Doch dann machte ich den Kühlschrank wieder auf und ich habe das gesehen. Das gesamte Plastik hat Blasen geschlagen, sich ausgebeult. Nicht nur so kleine Beulen, auch die große da oben in der Ecke. Die Tür hat sich verzogen. Überall ist das Styropor als die Isolierung geschmolzen. Ja, das mit dem Wachsschmelzer hat nicht funktioniert. Hast du eine Idee? Kannst du mir helfen? Wie kann ich dieses Projekt jetzt noch retten? Also, Kühlschrank weg, aber was mache ich mit dem Gestell? Wo kann ich das Gestell reinbauen, ohne dass es wieder schmilzt, wieder Probleme damit gibt? Hast du eine Idee? Dann schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, auch wenn es diesmal leider kein erfolgreiches Video ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.